Eines der wohl bekanntesten Horrorfilmmonster, die es überhaupt gibt und die wahrscheinlich fast jeder von euch kennt, ist Chucky, die Mörderpuppe. Eine kleine, eigentlich niedlich aussehende Puppe, die allerdings durch einen grausamen Fluch zu einem schrecklichen Mörder, zu einem regelrechten Monster wird. Und auch wenn wir Chucky eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren kennen, lohnt es sich mal darüber nachzudenken, ob diese verfluchte Puppe nicht vielleicht auf einer wahren Begebenheit beruht. Und genau das will ich heute einmal machen. Ich möchte euch von einem der wohl gruseligsten Vorfälle erzählen, der eben in Verbindung mit den Chucky-Filmen steht, beziehungsweise wo viele sicher sind, dass er in Verbindung mit den Filmen steht, und für den es eben keine logische Erklärung bis heute gibt. Ich will euch die gruselige Wahrheit, die wahre Geschichte hinter den Chucky-Filmen einmal vorstellen. Aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich mich noch einmal bei Sci-Fi bedanken, die dieses Video hier einmal gesponsert haben. Denn auch wenn die Chucky-Filme mittlerweile ja schon ziemlich alt sind, kommt jetzt eben am 19. Januar eine ganz neue Chucky-Serie raus, und zwar auf Sci-Fi. In dieser Serie wird eine idyllische Kleinstadt in den USA in blanken Terror versetzt, weil auf einmal grausame Morde passieren, kurz nachdem eben eine Good Guy-Puppe, eine Puppe wie Chucky, bei einem Flohmarkt entdeckt wird. Chucky ist also wieder da und löst neue Probleme aus, neue schreckliche Dinge und bringt dabei eben grausame Geheimnisse ans Licht. Diese neue Serie hat eben alte Bekannte, die wir schon aus früheren Filmen kennen, die wieder auftauchen, und auch Informationen sollen bekannt werden über Chuckys Vorgeschichte, die bis heute noch niemand kennt. Sprich, ob ihr jetzt also vertraut seid mit der Chucky-Reihe oder noch nie davon irgendetwas mitgekriegt habt, für jeden ist bei dieser Serie definitiv etwas dabei. Da draußen läuft im Moment ein Killer rum. Chucky ist lebendig. Wir müssen sicher gehen. Gelten für übernatürliche, besessene Puppen den Regeln? Man hat jeden, der die Wahrheit über Chucky erzählt hat, weggesperrt. Er möchte, dass du ihn auch drückst. Du schnappst ihn dir, wenn er rausspringt? Er versucht, uns zu töten. Wir müssen ihn finden und sicher gehen, dass er tot ist. Wir werden dir helfen. Wir helfen dir. Hab ich doch gesagt. Chucky, die brandneue Serie, ab 19. Januar 20.15 Uhr auf Sci-Fi. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf eben diese Chucky-Serie, dann braucht ihr dafür Sci-Fi. Das könnt ihr zum Beispiel über Sky empfangen. Und dort gibt es ab dem 19. Januar jeden Mittwoch eine neue Folge, die auch, nachdem sie ausgestrahlt wurde, als Video on Demand zu erhalten ist. Also, schaut da definitiv mal vorbei, wenn ihr Bock darauf habt. Und wir kommen jetzt zum hauptsächlichen Thema dieses Videos. Denn die gruselige, wahre Geschichte hinter Chucky beginnt im Jahr 1906, als ein kleiner Junge einer amerikanischen Familie ein besonderes Geschenk bekommt. Und zwar bekommt auch er eine Puppe geschenkt. Diese Puppe sieht definitiv nicht so aus wie Chucky, und diese Puppe ist auch kein Massenproduktionsstück, wie Chucky es war, sondern es ist eine Puppe von einem kleinen Jungen in einem Matrosenoutfit. Dieser kleine Junge ist Robert the Doll. So hat ihn jedenfalls der kleine Junge der Familie genannt. Robert, die Puppe, benannt nach sich selbst. Der kleine Junge hieß nämlich auch Robert, obwohl er aus irgendeinem Grund immer Gene genannt wurde. Man könnte sich nun also vorstellen, dass hier nichts Schlimmes vorgefallen ist. Der Junge hat eine Puppe gekriegt, die relativ gruselig aussah, aber viele alte Puppen sahen eben relativ gruselig aus. Nichts Seltsames, nichts Ungewöhnliches. Doch man muss hier noch Folgendes erwähnen, denn schon kurz nachdem der Junge diese Puppe bekommen hatte, passierten wirklich seltsame Dinge bei ihm zu Hause. Denn kurz nachdem die Puppe da war, hörten die Eltern zum Beispiel nachts auf einmal eine seltsame Stimme. Sie hörten ein gruseliges Kichern oder eine tiefe, nahezu dämonisch klingende Stimme, die auf einmal eindeutig klar zu hören gewesen ist. Diese Stimme war absolut merkwürdig und gehörte definitiv nicht ihrem Kind und auch nicht einem der Bediensteten, die in dem Haus arbeiteten. Doch das Schlimmste für die Eltern war, dass sie manchmal nachts wach wurden, weil sie hörten, wie ihr Kind panisch geschrien hatte. Schreie, die so klangen, als würde dem Kind gerade etwas passieren.
Die Eltern hatten natürlich sofort Angst, standen auf ihrem Bett aus, gingen in das Zimmer des Sohnes, nur um mit anzusehen, wie ihr Sohn unter einer Bettdecke saß und ängstlich kauerte, während alle Möbel in seinem gesamten Zimmer durch die Gegend geschoben und teilweise durch die Gegend geworfen waren. So als wäre eine extrem starke Person in diesem Zimmer gewesen, die einfach randalierte. Und als sie das Kind fragten, was hier vorgefallen war, sagte Jean nur, Robert hat es getan. Jean deutete also auf seine Puppe und sagte, dass die Puppe der Verantwortliche ist für dieses Chaos. Und nicht nur das, auch die Stimme und das Kichern sollen von der Puppe ausgegangen sein. Es ging sogar so weit, dass später Bedienstete ihren Job im Haus aufgegeben hatten, weil sie zu viel Angst vor dieser scheinbar verfluchten Puppe hatten, weil sie eben auch das Gefühl hatten, es geht ihnen mittlerweile schlechter in der Nähe der Puppe, und es gab auch immer mal wieder Aussagen, dass Leute verletzt wurden aufgrund dieser Puppe. Nachbarn, die in der Nähe des Hauses lebten, sagten sogar, dass wenn sie mit angesehen hatten, wie die Familie das Haus verlassen hatte, sie manchmal am Fenster einen kleinen Jungen sehen konnten, der exakt so aussah wie Robert the Doll. Sprich, sie waren dann irgendwo in der Nähe des Hauses, guckten durch ein Fenster und obwohl niemand zu Hause war, womit sie definitiv sicher gewesen sind, bemerkten sie, dass Robert auf zwei Beinen dort stand. Die Puppe, die das eigentlich nicht könnte, stand da und starrte aus dem Fenster direkt die Nachbarn an. Die ganzen Vorkommnisse waren extrem gruselig, doch ob man es glaubt oder nicht, der kleine Junge, Jean, wollte Robert trotzdem nicht weggeben. Immer und immer wieder wurde er gefragt, ob er sich nicht eine andere Puppe holen will, ob er nicht diese Puppe einfach wegschmeißen kann, doch dieser Junge liebte seine Puppe und so blieb sie bei ihm, genauso wie die gruseligen Vorkommnisse niemals aufhörten. Als dann später einmal die Eltern eben nicht mehr waren, erbte Jean das ganze Haus und gab Robert in diesem Haus sogar ein eigenes Zimmer. Er liebte diese Puppe so sehr und behandelte sie wie einen echten Menschen. Vielleicht weil Robert auch tatsächlich genau das gewesen ist, ein echter Mensch oder zumindest ein Mensch, der in dieser Puppe steckte. Irgendwann jedoch war auch das Leben von Jean vorbei. Und als eine neue Familie in das Haus zog, nahmen sie die Puppe, sperrten sie in eine Truhe und stellten diese Truhe auf den Dachboden. Jahrelang war Robert quasi vergessen gewesen. Jahrelang tauchte Robert nicht mehr auf, bis dann ein 10-jähriges Mädchen auf dem Dachboden unterwegs war, die Kiste fand, sie öffnete und sich sofort in die Puppe im Inneren verliebte. Das zweite Mal sah ein Kind eben diese Robert the Doll Puppe und war sofort hin und weg und wollte sie haben. Und sobald sie eben diese Puppe wieder aus dem Koffer geholt hatte und mit in ihr Zimmer nahm, gingen die ganzen seltsamen Dinge wieder los. Möbel flogen durch die Gegend, böse Stimmen waren zu hören, allgemein wirkte das ganze Haus ab diesem Moment wieder verflucht und alle, die dort lebten, alle, die es mitgekriegt hatten, wussten eindeutig, dass Robert für all das verantwortlich war. Niemand bezweifelte, dass Robert verflucht gewesen ist. Jeder, der dort war, hatte diese gruseligen und schrecklichen Dinge mit ansehen können. Man könnte sich natürlich nun fragen, was ist heutzutage mit dieser Puppe passiert? Wurde sie verbrannt? Hat irgendwer sie immer noch auf dem Dachboden liegen? Doch nein. Diese Puppe wurde tatsächlich mittlerweile übergeben an ein Museum und in diesem Museum wird diese Puppe bis heute ausgestellt. Man kann also in den USA Robert the Doll besuchen, doch wer nun einfach denkt, dass man sich einfach ohne Probleme, ohne Gefahr eine Puppe angucken kann, der liegt hier komplett falsch. Denn es gibt ganz viele Aussagen, dass wenn Leute eben Bilder von der Puppe machen, ohne vorher zu fragen, dass zwei Dinge dann passieren können. Entweder könnte es sein, dass das Bild der Puppe eben komplett zerstört ist, sprich man guckt das Handy später durch und sieht, dass das Foto, was man von der Puppe gemacht hat, nicht mehr zu erkennen ist, weil es voller Bildfehler ist, weil scheinbar wie auf Zauberei eben das ganze Bild zerstört wurde. Oder es wurde sogar beschrieben, dass Leute, nachdem sie das Bild ungefragt gemacht hatten, sie Pech bekommen haben, sprich irgendwie schreckliche Dinge in ihrem Leben passiert sind, oder dass Robert sie tatsächlich selbst angegriffen haben soll. Dafür gibt es allerdings nur ein paar Aussagen und keine Videobeweise oder so. Aber an diesen Flüchen scheint tatsächlich etwas wahr zu sein, denn in diesem Museum gibt es eine Wand, an der viele handgeschriebene Briefe hängen, wo Leute sich ernsthaft entschuldigen, dass sie eben ungefragt ein Bild von Robert gemacht haben, dass seitdem sie dieses Bild gemacht hat, es ihnen nicht mehr gut geht, irgendetwas Schreckliches vorgefallen ist und sie eben nun um Vergebung hoffen, damit sie ihr altes, normales Leben wieder haben können.
Dies ist die gruselige Geschichte von Robert the Doll. Und wenn man diese mit anhört, dann merkt man wahrscheinlich schon die Parallelen zwischen Robert the Doll und Chucky selbst. Beides sind Puppen, die Kindern gegeben wurde, ohne einen bösen Hintergedanken. Doch beide Puppen hatten eben scheinbar den Geist, die Seele oder was auch immer eines echten Menschen in sich gehabt. Beide Puppen wurden von einem bösartigen Geist oder einem Menschen kontrolliert, der nichts Gutes im Sinn hatte, der Chaos anrichtete und eine echte Gefahr gewesen ist und zum Beispiel auch mit einer bösartigen, dunklen Stimme sprach. Bis heute hat der Macher, der Regisseur von eben den Chucky-Filmen, sich nie dazu geäußert, ob wirklich Robert the Doll die Inspiration für das Ganze gewesen ist. Doch viele Leute im Internet sind sich absolut sicher, dass diese beiden Ereignisse sich so ähnlich sind, dass es zumindest irgendwie eine Inspiration für den Macher gewesen ist, diese Geschichte über Chucky zu schreiben. Das Besondere in diesem Vorfall ist, wie ich ganz am Anfang erwähnt habe, dass es keine logischen Antworten gibt. Niemand versteht, was hier vorgefallen ist. Es gibt keine logische Antwort, was könnte eben da wirklich passiert sein. Könnte es sein, dass der Junge sich alles eingebildet hat? Nein, die Eltern und alle anderen Leute, Bedienstete, Gäste, Nachbarn haben diese gruseligen Dinge mit angesehen. Könnte es sein, dass eben die Eltern oder der Junge alles verwüstet haben? Nein, auch unabhängige Leute, die vor Ort waren, haben das Ganze gesehen oder auch Familien, die später die Puppe besaßen oder Besucher, die eben diese Puppe im Museum angesehen haben. Es gibt so viele gruselige Beschreibungen und Ereignisse, die mit Robert in Verbindung stehen, dass es schwierig ist zu glauben, dass an der ganzen Sache nichts dran ist. Irgendetwas Gruseliges geht mit Robert the Doll vor. Und mich würde interessieren, was ihr von der ganzen Sache haltet. Glaubt ihr, dass diese Puppe wirklich verflucht ist, dass wirklich ein Dämon oder Geist in ihr lebt? Oder habt ihr irgendeine Idee, was hier Logisches vorgefallen sein kann? Eure Meinung würde mich sehr interessieren, schreibt sie gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.